Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Latein. Quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der Länge. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Sanitäter Fresh Up. Thema heute wird sein: Kopfschmerz. Leitsymptom: Kopfschmerz. Wie schön. Ja, wir haben gedacht, wir machen es heute mal ein bisschen anders. Ne? Wir machen heute mal nicht Organsysteme durch, sondern kommen mal mit einem Problem und arbeiten nach der Lösung, klassisch nach Patient. Kopfschmerz ist ja eigentlich so ein ganz beliebtes Ding. Ja, ich glaube, es ist eine der häufigsten Ursachen, warum Patienten bei uns vorstellig werden, neben wo ist die Toilette und ich brauche ein Blasenpflaster. Ja, vermutlich. Und deswegen eigentlich eine ganz spannende Sache. Kopfschmerz hat immer das Problem, das kann ganz viel sein. Ne? Das Klassische, woran man denkt, ist natürlich irgendwie, jeder spricht von Migräne. Ganz viele Menschen sagen, sie haben auch Migräne. Aber es gibt ein paar mehr Sachen, die Kopfschmerz machen und die wollen wir einmal kurz durchdeklinieren. Absolut. Am Ende in schnellen 5 Minuten. Nicht zuletzt, weil ja bei uns im Kreisverband auch Kopfschmerztabletten mit Medikamentenunterweisung freigegeben sind. Damit das funktioniert, müssen wir natürlich auch wissen, wann wir die überhaupt rausgeben dürfen wann eben nicht. Von daher... Ja. Relevantes Thema. Genau. Was kann alles Kopfschmerz machen? Also wir haben eins haben wir gerade schon erwähnt, im Grunde es gibt den Kopfschmerz, wie man das kennt, so der kommt irgendwie vom Kopf auch selber in direkter Linie. Also Migräne kann das sein, es gibt noch so Sachen, das nennt sich dann Cluster-Kopfschmerz. Es gibt auch, jeder Medizinstudent kennt das erstaunlicherweise, Morbus Meniere, das ist total selten, aber das kennt irgendwie jeder. Neurologen machen sich darüber immer lustig. Zu Recht. Aber was kann noch Kopfschmerz machen, außer jetzt so Kopfschmerz, gegen den wir außer mit Schmerzmitteln jetzt wirklich nicht viel tun können. Ja, oder sind wir eigentlich auch schon im Kern der ganzen Frage, finden wir Ursachen außerhalb des Kopfes oder zumindest Ursachen jenseits banaler Kopfschmerzen, die eben das Problem sein können? Und ich denke, vorneweg kann man über neurologische Probleme nachdenken, also grundlegende, schwere neurologische Probleme. Ich glaube, das Größte und fulminanteste, was einem da so in den Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes käme, wären irgendwelche Formen von Blutungen oder eher seltener dann Verschlüsse, also alles, was so in diesen Komplex Blutung, Schlaganfall reinfällt. Genau, ne? Also Schlaganfälle, Hirnblutungen als einen großen Komplex sozusagen der Kopfschmerzen macht. Eine zweite Sache, die Kopfschmerzen macht, sind Entzündungen letzten Endes im Kopf. Entzündungsprozesse, da allen voran die Hirnhäute. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten das im Thema Neurologie schon so ein bisschen. Gehirn umgeben von verschiedenen Hirnhäuten, wenn die anschwellen, die haben ganz viel Schmerzrezeptoren. Ja. Auch das macht Kopfschmerzen eben und ist nicht ungefährlich, muss man sagen. Ja, ich meine, Hirnhautentzündung, Fachwort Meningitis, kennt man ja auch als eines der Kardinalsymptome eben, dass schon das Kopf in den Nacken legen oder der Versuch, Kopf in irgendeiner Form überhaupt zu bewegen, dass das schon unendliche Schmerzen macht. Also, genau. Ja. Was gibt es ansonsten noch? Es gibt eine relativ einfache Sache, die aber, also zunächst einmal sehr einfach, was Kopfschmerzen bereiten kann, ist ein hoher Blutdruck. Ja. Kommt der Kopfschmerz letzten Endes daran auch, dass der Blutdruck ist einfach entgleist nach oben. Ja, wir nennen das dann auch eine hypertensive Entgleisung, ne? Also einfach nicht mehr gut eingestellt vom Körper. Und der Druck letzten Endes überbläht den Kopf, möchte ich fast sagen. Ne? Ja, naja, wenn man überlegt, was ist der Kopf? Der Kopf ist letzten Endes wie so eine knöcherne Kugel. Und da geht halt der Druck nirgendwo hin. Also es gibt keine Möglichkeit, wenn da drinnen in irgendeiner Form mehr Flüssigkeit, in diesem Falle Blut, sich ansammelt aufgrund des Blutdrucks, das Herz pumpt ja mehr und doller vor allem, gibt es halt keine Möglichkeit, dass der Druck in irgendeiner Form entweichen kann. Also wenn man sich andere Körperstellen so anguckt, wenn ich hier am Arm irgendwo eine Einblutung habe, naja, dann kriege ich hier halt eine Beule und es beult sie nach außen. Das kann der Kopf überhaupt nicht. Das heißt, jedwede Form von Druckerhöhung im Kopf wirkt sich natürlich sofort aus und da spielt halt auch der hohe Blutdruck dann eine Rolle. Genau. Ja. Also die nächste Variante und witzigerweise, wenn es zu viel sein kann, manchmal kann es auch zu wenig sein. Das kennt man so von sich, glaube ich, hat das jeder auch schon mal erlebt, wenn man so den ganzen Tag über nichts wirklich trinkt, schwitzt viel, macht vielleicht Sport, draußen ist es warm, noch direkte Sonneneinstrahlung auf dem Kopf am besten und eine Kappe getragen und also irgendwie alles ganz blöde Kombi, dann ist so eine Kombination entweder aus der Entwässerung, also eigentlich ein Flüssigkeitsmangel, der auch mal zu Kopfschmerzen führen kann,
Da ist hauptsächlich das Problem eigentlich eine Verschiebung der Blutelektrolyte, die wir so haben. Ja, wir haben ja so einen Haushalt. Ja. Und wenn das entgleist, oder die zweite Alternative, wir haben es gerade schon gesagt, wenn die Sonne direkt reinstrahlt, ist dann letzten Endes der Hitzschlag, ja, bei dem es auch durch die direkte Einwirkung von Sonne und Hitze auf den Kopf dazu kommt, dass sich so ein Hitzestau im Kopf bildet und dann schwellen eben auch wieder die Hirnhäute an. Und dann sind wir im gleichen Prinzip, ja, was du jetzt schon zweimal erklärt hast im Grunde. Zu wenig Platz, zu eng, zu viel Druck, aua. Ja? Genau. Jetzt natürlich stellt sich uns die Frage, oder muss sich uns immer die Frage stellen, jetzt kommt der Mensch und sagt, ich habe Kopfschmerzen. Wir haben gesagt, es gibt kritische Sachen, es gibt unkritische Sachen, wie kann ich das jetzt gut differenzieren? Tja, da müssen wir wieder das machen, was ich immer so CSI-Sanitätsdienst nenne. Gründliche Untersuchung, gründliche Anamnese und halt gucken, ob wir irgendwie, naja, Ursachen finden ist immer schwierig, aber was wir können, ist halt Ursachen ausschließen. Das heißt, wenn zum Beispiel die Frage nach hohem Blutdruck ist, das lässt sich relativ einfach ausschließen oder überprüfen. Wir haben Blutdruckmessgeräte verfügbar, deswegen messen wir ja auch den Blutdruck oder unter anderem deswegen messen wir den Blutdruck, um eben da schon mal so einen Eindruck zu gewinnen. Nichtsdestotrotz auch hier, es ist immer Untersuchungsergebnisse in Verbindung mit eben der Anamnese. Wir sollten ja mittlerweile auch alle wissen, dass jeder Mensch seine individuellen Blutdrücke hat. Das heißt, für jeden von uns ist ein anderer Blutdruck normal. Also entscheidet sich die Frage, ob das jetzt ein zu hoher ist, auch an dem, was für Patienten normal ist. Von daher Anamnese ermitteln, was wäre der normale Blutdruck und ermitteln, was ist jetzt der Blutdruck, um eben herauszufinden, ob nicht vielleicht da schon das Problem sein könnte. Hm. Anamnese, können wir das vielleicht noch irgendwie genauer machen? Also wir haben ja unser ein klassisches Sample-Schema, das wir sowieso immer machen. Aber wenn ich jetzt sozusagen als Symptom sage Kopfschmerz, dann wäre es doch irgendwie schön, wenn wir das eingrenzen können. Ja? Und sagen können, es gibt verschiedene Arten von Kopfschmerz, die auf verschiedene Dinge hindeuten. Gut, dass du das jetzt fragst. Klingt gut, oder? Jetzt hätte ich es geahnt. Wie vieles andere auch, haben wir tatsächlich auch für die Frage nach Schmerzen Schemata bzw. eine hübsche Buchstabensuppe gekocht. Und es gibt tatsächlich zur gezielten Anamnese nach Schmerzen das OPQAST-Schema, das wir euch heute quasi auch nochmal exklusiv mitgebracht haben. Für alle, die zugucken, können wir das auch einmal einblenden. Ansonsten werden wir es jetzt so oder so mal durchgehen. Genau. Ich lasse dir einfach mal den Vortritt, weil ich ein Gentleman bin. Vielen Dank, vielen Dank. OPQRST, ganz einfach zu merken, mit O anfangen, dem ABC folgen. Ja? O, Onset, das heißt die Frage, wann haben die Schmerzen eingesetzt? Ja? Ja. Verbinden so ein bisschen mit, gab es direkt davor ein Ereignis irgendwie, was die ausgelöst hat, aber auch, dass ich quasi abschätzen kann, seit wann bestehen die schon, geht es jetzt um Tage, geht es um Sekunden, geht es um Minuten, wie lange ist dieses Symptom insgesamt? Ja? P? Genau, Provocation, Palliation, das ist die Frage nach, gibt es irgendwas, womit ich diesen Schmerz gezielt auslösen kann, irgendwelche Dinge, die diesen Schmerz schlimmer machen, die dafür sorgen, dass sich was am Schmerz verändert, sowohl ins Gute als auch ins Schlechte. Wir hatten es eben schon angesprochen, zum Beispiel bei der Meningitis, der versucht, den Kopf irgendwie auf die Brust oder in den Nacken zu nehmen, wäre dann so ein klassischer Fall von Provocation. Was kann ich machen, um eben diesen Schmerz auszulösen? Wenn jemand sich den Kopf dolle gestoßen hat und da ist eine Beule und ich drücke drauf, dann kann ich damit auch den Schmerz auslösen und bin mir ziemlich sicher, wo das Problem ist. Also das ist so dieses P, zu gucken, was kann ich machen, damit es besser wird, was kann ich machen, damit es schlimmer wird, wie verhält sich eben dieser Schmerz zu quasi Tätigkeiten, Bewegungen oder Umständen. Q, Quality. Da geht es nicht um eine qualitative Bewertung im Sinne von, ich finde den Schmerz gut oder schlecht. Ja? Drei von vier Kunden würden diesen Schmerz auch empfehlen. sondern, ihr kennt das sicherlich auch, Schmerz ist nicht Schmerz. Ne? Schmerz kann stechend sein, Schmerz kann ziehend sein, Schmerz kann drückend sein. Ja? Kolikartig ist auch beliebt. Kolikartig ist so ein ganz beliebtes, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf, im Kopf eher ungewöhnlich. Aber so ein drückender Schmerz, ein stechender Schmerz, das unterscheidet sich eben. Ja? Und das kann man ganz spezifisch nachfragen und gucken, was ist das? Ne? Schießt der irgendwie, ist das so wie Blitze einschießen zum Beispiel, ganz typisch für eine bestimmte Art von Kopfschmerzen, hat wenig mit Trauma zu tun, wenn das wie Blitze einschießt. Ja? Das wäre so ein typisches Symptom, wie man das qualifizieren kann. Ja? Genau, und eigentlich geht das Hand in Hand mit dem nächsten Punkt, Radiation. Im Deutschen sagt man Ausstrahlung, also die Frage ist,
Wo ist quasi das Epizentrum des Schmerzes und in welche Richtung strahlt der Schmerz aus? Wie ist denn die Ausstrahlung? Auch da im Kopf eher ungewöhnlich, aber gibt es zum Beispiel eine gürtelförmige Ausstrahlung? Es gibt einfach Ausstrahlung rundherum oder zum Beispiel auch aus dem akuten Koronarsyndrom bekannt, Brustschmerzen, die halt in den Arm ausstrahlen können. Also immer so die Frage, nicht nur welche Qualität hat der Schmerz, sondern in welche Regionen geht der Schmerz? Ist er wirklich nur an einer Stelle oder zieht er tatsächlich auch in weitere Areale mit rein? Genau, ganz spezifisch hier, Schmerz, der im gesamten Kopf gleichzeitig auftritt, ist tendenziell ungewöhnlich für auch da bestimmte Kopfschmerzarten. Die meisten ziehen irgendwie so in eine Richtung, ja, Migräne zum Beispiel oder Cluster-Kopfschmerzen, der Name sagt es schon, sie kommen immer in kleinen Clustern und sind meistens ganz fokal sitzend an einem bestimmten Ort. Also, ja. Nächste Frage, die kennen wir alle, die nehmen wir auch alle mit auf, die ist hier aber trotzdem nochmal explizit, ist S, Severity, manche kennen es auch unter Strength. Das ist einfach die Frage, wie schlimm sind die Schmerzen? Wir versuchen das immer zu objektivieren, indem wir diese, man nennt das numerische Rating-Skala verwenden, also einfach 0 bis 10. 10 ist der schlimmste Schmerz, den man sich vorstellen kann und 0 ist, ich habe überhaupt keinen Schmerz. Das ist mitunter nicht so ganz leicht, das wisst ihr vielleicht auch schon, für die Patienten zu sagen, wo ich mich da jetzt befinde. Da geht es aber am Ende des Tages auch nicht darum, dass wir das hochspezifisch haben. Ja? Also ob es jetzt eine 5 ist oder eine 6 ist, ist egal. Und ob wir das glauben oder nicht, ist auch relativ egal. Es geht darum, dass der Patient das bisschen versucht einzuschätzen, wie schlimm dieser Schmerz für ihn ist. Und dass der Patient oder die Patientin uns auch nach Möglichkeit einen Verlauf zeigen kann. Ne? Also das, was wir tun oder auch nicht tun, hilft es oder schadet es dem Patienten, wird es schlimmer oder besser im Verlauf. Und das ist eben schön, wenn ich eine Zahl habe, ja. Dann kann ich das in der Übergabe eben schön darstellen. Mit Verlauf sind wir im Prinzip auch schon fast beim nächsten Punkt angekommen, T, Time, also die Zeit. Auch da die Frage, wie ist der zeitliche Verlauf, wie entwickelt sich das Ganze? Wir hatten es am Anfang mit Onset auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Die Frage ist halt immer, über welchen Zeitraum entwickelt sich der Schmerz, wie hat sich das eben über diese Zeit entwickelt, wie lange geht es schon und im Prinzip, was ist über den Zeitstrahl hin passiert. Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei Sachen wie kolikartigen Schmerzen oder auch spezifischen Schmerzen für bestimmte Erkrankungen, wo man eben auch klassische zeitliche Verläufe vom Schmerz hat, also irgendwelche Schmerzen, die irgendwie langsam anschwellen, stark werden, dann auf einmal aufhören und dann weitermachen, je nachdem, was die Erkrankung ist, ist halt auch der zeitliche Verlauf der Schmerzen wichtig zu wissen. Genau. Und dann haben wir OPQRSC, klassisch kennt man das für Schmerzen. Am Ende des Tages muss man sagen, das funktioniert für fast alle Symptome, wenn man so ein bisschen das abwandelt, aber klassisch für Schmerzen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir in späteren Folgen nochmal drauf zurückkommen werden. Ein oder zweimal wird das bestimmt noch vorkommen. dann versuchen wir so ein bisschen zu beschreiben. Wir brauchen dann, das wollen wir hier glaube ich gar nicht groß anschneiden, natürlich eine gewisse Kenntnis dessen, was machen die jeweiligen Notfälle oder auch Nicht-Notfälle, so eine Erkrankung, für Symptome und dann kann ich das genauer einordnen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ein Schlaganfall oder eine Hirnblutung kann Kopfschmerzen machen, dann muss ich mir nur noch überlegen, was für Kopfschmerzen, ja? Wie kann ich mir das erklären am besten und was macht es nebenbei noch. Und was macht es nebenbei noch, ist eigentlich auch der letzte wichtige Punkt, den wir jetzt erstmal beim Thema Kopfschmerzen mitgebracht haben wollen, nämlich Red Flags, ja? Also Dinge, wo wir sagen, wenn wir das sehen, dann muss das uns hellhörig werden lassen. Da muss ich irgendwie einmal drüber nachdenken und sagen, vielleicht ist es eben nicht nur Kopfschmerzen, nur in Anführungszeichen. Es ist auch durchaus schmerzhaft und unangenehm. Ne? Aber vielleicht ist es eben doch eine lebensgefährliche Erkrankung oder eine schwer schädigende Erkrankung, um die ich mich kümmern muss. Ne? Was gibt da für klassische Red Flags beim Kopfschmerz? Das erste und auch eigentlich auch offensichtlichste, was wir meistens bei Symptomen haben in meinen Augen, ist ein krasser Verlauf. Ja, also plötzlich einsetzende, schlimmste Schmerzen, kaum auszuhalten, der Mensch ist wirklich, dem geht es dramatisch schlecht und auch alle anderen sagen, so kenne ich den gar nicht. Ja. Das muss uns natürlich hellhörig werden lassen. Stichwort ist immer so ein bisschen so ein Vernichtungskopfschmerz zum Beispiel. Ja. Zumal man auch grundsätzlich sagen kann, dass unabhängig jetzt von Kopfschmerzen eigentlich bei annähernd allen Erkrankungen oder Notfallbildern, mit denen wir zu tun haben, ein plötzlicher Beginn und ein wirklich fulminanter Verlauf in der Regel immer die Kardinalzeichen für eine schwere Erkrankung oder Verletzung sind. Also wenn es schon seit 3 Wochen geht, ist halt die Frage, ne, wie schlimm wird es schon sein, wenn es vor 10 Sekunden angefangen hat und die Leute jetzt schon das Gefühl haben, sie liegen im Sterben,
dann kann man sich schon vorstellen, da muss irgendwas Größeres passiert sein, ja. Blöd gesprochen. Genau. Du hast es schon gesagt, Verletzung, Trauma bei Kopfschmerzen ist immer die zweite rote Flagge, wo wir drüber nachdenken müssen. Einmal abprüfen bei jedem, der sagt, ich komme mit Kopfschmerzen, ich bin gerade irgendwie auf den Kopf gefallen oder so. Wie schlimm war das Trauma? Ne? Sturz aus großer Höhe, blöd mit dem Kopf aufgekommen. Oder ganz besonders dann eben so bestimmte Symptomatik, Übelkeit, Erbrechen, ja, dazu massives Erbrechen. Ja. Dann spricht das dafür, Kopfschmerzen haben wir alle, wenn wir auf den Kopf fallen oder was auf den Kopf bekommen. Ne? Ja. Aber dann ist es eben vielleicht nicht nur die Platzwunde, die oben wehtut, sondern wenn der Schmerz im Kopf selber sitzt, dann kann eben auch im Kopf selber was kaputt gegangen sein. Das sollten wir nicht übersehen, das sollten wir nicht vergessen. Richtig, insbesondere bei älteren Menschen verschlimmert halt durch die Einnahme von entsprechenden Blutverdünnern und Ähnlichem. Ja, genau. Von daher Anamnese, ja. Ne? M vom Sample, Medikamente. Ja, genau, ganz gut. Unabhängig vom Trauma, kann auch in Verbindung mit dem Trauma auffallen. Ganz wichtig sind neurologische Defizite, also Ausfälle von neurologischen Funktionen, um das mal ganz allgemein zu beschreiben, die entweder fokal sind oder global. Was heißt das? Fokal neurologische Ausfälle heißt, eine bestimmte, ganz spezifisch umrissene Gehirnfunktion funktioniert eben nicht mehr. Ja? Im Schlaganfall oder auch in der Hirnblutung haben wir klassisch. Na, fängt schon an. Ja, haben wir klassisch diese FAST-Symptome, ne? Face, Arms, Speech, ihr erinnert euch vielleicht daran, Gesicht hängt, Sprache wird verwaschen und undeutlich, ja? Pass auf mich auf, bitte. Mach ich. Halbseitenlähmung, Kraftminderung in einem Arm, die ganz deutlich ist und neu aufgetreten ist, solche Dinge. Ja? Das wäre fokal, global ist eine Eintrübung. Ja, der Mensch wird müde, wird schläfrig, wird irgendwann kommt in so einen Stupor, wo ich also auch mit heftigem Rütteln den eigentlich gar nicht mehr so richtig wach bekomme. Das ist eine riesige Rot, also das ist keine Flagge mehr, das ist quasi ein ganzes Banner, ein roter Banner. Ja, mit Kompanie, dieses Banner vor sich herträgt. Ja. Ja, das muss irgendwas Kritisches sein, da müssen wir, oder wir müssen zumindest davon ausgehen. Und zu guter Letzt, und das ist, finde ich, bei uns manchmal ein bisschen unterrichtet, also kommt auch zugegeben natürlich nicht so oft vor, aber das wird auch nicht so oft gemacht bei uns. Nee, tatsächlich nicht. Das Fieber messen. Ja, Leute mit Kopfschmerz, die Fieber haben, muss man sich immer überlegen, also erhöhte Temperatur, woher kommt das? Wenn wir dann noch irgendwie dieses Meningismuszeichen, was du eben angesprochen hast, ne, Kopf vorneigen, ja. Und plötzlich tut das irgendwie, das geht gar nicht, ich krieg das gar nicht mehr hin oder es tut einfach schlimmsten weh. Ja? Und dann am besten noch ein neurologisches Defizit. Jetzt sollten wir uns Gedanken machen. Ja, kommt zugegeben natürlich im Sanitätsdienst selten vor, kommt auch im Rettungsdienst nicht so oft vor. Aber wenn es vorkommt und wenn wir das bemerken, dann ist es eben wichtig, dass wir das bemerken und auch entsprechend das als rote Flagge wahrnehmen und sagen, so, jetzt habe ich eine Indikation fürs Krankenhaus. Also wenn ich so zurückdenke in meine Zeit im Sanitätsdienst und so im Kopf mal, jetzt unwissenschaftlich, aber rein aus meiner Erfahrung, so eine Häufigkeits... Nahbereichsempirie, ja, wunderschön. Also so eine Häufigkeit machen müsste, würde ich auch sagen, in den meisten Fällen, wo Kopfschmerzen kommen, haben die Leute in der Regel zu wenig getrunken den Tag über. Also da ist quasi von vornherein mit der ersten Anamnesefrage, die man dazu stellen wollen würde, hat man auch schon alle Ursachen gefunden. Und ich glaube, das ist dann gefolgt vom hohen Blutdruck und ich glaube danach vom Alkohol. Den Tag danach. Ja, wer kennt das nicht? Also ich natürlich nicht, aber... Ja. Was dann wieder übrigens auf den Flüssigkeiten macht. Absolut. Ne? Ein kleiner Ausflug in die Physiologie. Ja? Ich glaube, irgendwann machen wir hier mal so eine Party- und Alkoholfolge. Ja, das können wir auch mal machen. Ja. Also Alkoholkonsum führt zum unausgeglichenen Elektrolythaushalt am Ende des Tages. Die Niere arbeitet nicht mehr so. Wer das kennt, nach jedem Bier muss er gefühlt irgendwann aufs Klo. Und das ist meistens das, was den Kopfschmerz mit verursacht. Sei es drum. Tatsächlich ist es in den Fällen, wo wir das in der Praxis haben, mitunter gemein, Menschen, die eigentlich nur eine Kopfschmerztablette wollen, so lange hinzuhalten und so viele Untersuchungen zu machen. Aber wir haben es ja gerade schon so ein bisschen besprochen, es hat schon seine Gründe, warum wir das machen, weil es eben patientengefährdend und tatsächlich ein Behandlungsfehler, einfach ein schuldhafter Behandlungsfehler ist. Wenn man die Red Flags übersieht oder andere Ursachen übersieht und Menschen mit Kopfschmerztabletten nach Hause schickt, die dann die Schmerzen nicht mehr wahrnehmen, das Problem nicht mehr wahrnehmen und womöglich dann einen weiteren gesundheitlichen Schaden erleiden. Deshalb ist es unheimlich wichtig, diese Untersuchungen zu machen. Das
muss man den Menschen dann mitunter auch erklären, weil die mitunter auch genervt sind, dass sie nicht einfach ihre Tablette kriegen und wieder gehen können. Im Zweifelsfalle, wenn man einfach nur eine Tablette haben will, muss man sie sich selber kaufen und darf dann nicht zu uns ins Zelt, in die Behandlungsstelle oder zu den Sanitäterinnen und Sanitätern kommen. Aber wir müssen diese Untersuchungen machen. Anders funktioniert es nicht. Und das muss man tatsächlich auch ernst nehmen. Genau. Und dass ihr das immer so ernst nehmt in den Diensten, ist einer der Gründe, warum es uns beziehungsweise halt auch dem Kreisverbandsarzt möglich ist, eben diese Generalfreigabe zu erteilen, dass eben Kopfschmerztabletten nach sorgfältiger Prüfung durch unsere Helferinnen und Helfer ausgegeben werden können. Ja. Und das ist jetzt fast schon das Wort zum Sonntag, auch wenn es Montag ist. Ne? Damit das Wort zum Montag. Falls ihr noch was zu Kopfschmerzen habt, was ihr unbedingt loswerden wollt, lasst uns vielleicht ein, zwei Kommentare da. Wir richtig. Gehen da sicherlich drauf ein. Für Themenvorschläge sind wir auch immer offen und natürlich empfehlt uns weiter, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke. Dieser YouTuber-Spruch, herrlich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Arrivederci.